Thomas Nord ist mein Name. Ich bin heute bei Maria Fröhlich. Hallo Maria. Hallo, Thomas. Hallo Maria. Wir kümmern uns heute um das Thema Zen. Du bist Zen-Meditationsanleiterin. Habe ich das richtig Leiterin, ausgedrückt? Leiterin. Zen-Meditationsleiterin, ja. Okay. Vielleicht erstmal grundsätzlich Zen, was ist das? Zen ist erstmal die japanische Ausprägung von Buddhismus. Okay. Also der Buddhismus, wo sich das Gedankengut vom Buddhismus breit macht. Das heißt unter anderem, dass man sich wirklich der Realität stellt, so wie sie ist, wird immer auch geprägt von dem Land und der Kultur, in der sich der Buddhismus ausprägt und verbreitet. Und Zen ist eben der japanische Zweig des Buddhismus. Mit Zen tut man Meditation in erster Linie Ja, darstellen. Zen heißt eigentlich Meditation. Okay. Ja? Und das Zen-System ist geprägt von einer sehr festen Struktur, von einer ganz genauen Anleitung, wie man zum Beispiel zu sitzen hat, aufrecht, gerade, ruhig. Und das dient der Erleichterung, herauszufinden, was geht eigentlich in meinem Geist vor. Okay. Also Zen ist in erster Linie eine Meditationsform, um zur Ruhe zu kommen, um geistig sich zu resetten, kann man das so ausdrücken? Ja, das könnte man modern so ausdrücken. Ja. Ja, es geht darum, erstmal wahrzunehmen, was alles in unserem Geist vorgeht Okay. und die Richtung zu bestimmen. Ja, also Zen-Meisterin oder Meister ist man dann, wenn man die Richtung des eigenen Denkens vorgeben kann. Was bewirkt Zen in Menschen? Es gibt praktische Auswirkungen, wenn man jetzt also täglich eine Zen-Meditation macht, vielleicht von 10 bis 20, 25 Minuten, dann ordnet man eigentlich seinen Geist. Ja? Und dann hat es zur Folge, dass man zum einen eine viel größere Konzentrationskraft hat, dass man in sich mehr ruht, dass man gezielter Dinge vorgeht und dass man nicht so schnell in Unruhe ist, sondern mehr in sich ruht und dadurch mehr Gelassenheit Also auch eine austrägt. Ausgeglichenheit. Eine Ausgeglichenheit, ja. Ist auf alle Fälle so, dass man sein Denken und dadurch auch sein Geist, sein Körper ausgleicht damit. Ja. Okay, du bietest hier in deinem Golden Touch Home Seminare an. Kannst du mal was darüber erzählen? Wie funktioniert so ein Seminar bei dir? Ja, es gibt einmal Seminare, die sind in der Struktur, im Tagesablauf so gestaltet oder angelehnt, wie ich sie in japanischen Zen-Klöstern und auch in meinem Haupt-Zen-Zentrum in den Niederlanden erfahren habe. Das bedeutet, es beginnt alles relativ pünktlich, es ist sehr strukturiert, es beginnt mit einer Kennenlernrunde, eine Einführung jeweils, welche Zen-Übung wir machen. Es gibt verschiedene Zen-Übungen. Es ist Zen-Meditation möglich im Sitzen. Dadurch ist sie eigentlich am bekanntesten geworden. Das wechselt ab mit meditativem Gehen. Es wird Kinhin genannt. Und es gibt auch das meditative Stehen, also Zen im Stehen. Das ist Ritsu-Zen. Okay. Ja, und das macht man zum Beispiel vorzugsweise in einer schönen Natur Wie hier in und deinem hier Garten. in meinem Garten. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Dauert das einen ganzen Tag oder einen halben Tag? Wie ist das angesetzt? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Bedürfnis man hat. Man kann zum Beispiel zu mir kommen abends oder morgens zum Sitzen, was ich ja selber auch mache, dann Ja. kann man mitsitzen. Wenn man einen seinen Tag oder einen halben Tag wünscht, dann wechselt das ab zwischen Sazen, also das Sitzen, Okay. Gehen, das meditative Gehen, Sitzen, Gehen, Und einen stehen. kleinen Vortrag, zwischendurch, wenn das Wetter schön ist, auch draußen stehen. Wie auch das Gehen, das kann innen raus sein oder draußen, das passiert schnell oder langsam. Es gibt eine Teezeremonie und
Es gibt eine Möglichkeit, dass ich einen kleinen Vortrag halte oder eine Frage- und Antwortrunde ist. Ja. Gut. Ja, wer dazu Informationen haben möchte, Maria, du hast eine Webseite, wo du das alles veröffentlicht hast. Ja. Wie nennt sich die Domain nochmal? Die heißt www.goldentouch-home.com. Okay, gut. Erstmal vielen Dank, Maria. Ja, gerne.